So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy. In der letzten Folge haben wir ja unsere kleine Katze hier ein bisschen gefüttert. Jetzt werden wir uns erstmal auf den Weg machen, damit es hier Tag wird, weil es ist ja doch schon recht spät. Ich meine, 23 Echt Uhr toll, nachts. die Atmosphäre hier! Und ich habe Der ja Wind was ist sehr aufgegessen. angenehm. Ich muss schon sagen, Oha. gar nicht so übel hier Wir am können Meer. nicht schwimmen, Ach schade stimmt. eigentlich. Du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. Und nun zu unserem nächsten Studiogast. Liebe Zuschauer. Achso, okay. Ja, da habe ich jetzt keine Lust drauf, daneben stehen zu bleiben. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Oh, hier sind eine Menge Autos. Hallo. Ah, hier, wunderbare Atmosphäre. Da, 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 da. Na dann mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Hier rennen, riecht sie mit Kopf nach unten so. Oh, da hinten wäre Feuerenergie und Blitz. Hier draußen ist es stockfinster. Machen wir die Lichter an. Wir sind da. Na, dann rasten wir hier mal. Wir zelten natürlich. Ich bin auch total alle. Da wird wieder gelevelt. Null Tage vergangen, wie haut das denn? Oder ist es die Zeit, die wir komplett wach verbracht haben? Das wäre natürlich gut zu wissen. Oder die Tage, die wir hier bereits. Ach, keine Ahnung. So, mal gucken. Was haben wir denn hier? Makrelfilet. Oh, das gibt eine Menge. 70 Angriffskraft. Eigentlich möchte ich das jetzt nicht so verschwenden. Deswegen holen wir uns doch mal. Machen wir. Na, ich hätte ja schon mal Lust drauf. Einfach. Ach komm, wir machen es mal einfach nur, um zu gucken, wie es aussieht. Je mehr Rezepte wir haben, desto besser wird es natürlich auch. Oh, da kriege ich so Hunger drauf auf Fischbraten. Oh, lecker. Ja, das sieht halt echt. Oh, Mann, ich will auch so einen Fisch. So. Ja, mach halt mal deine Spielchen da mit deinem Handy. Oder das Spiel, was auch immer du was machst. Ein Spiel in einem Spiel. Ja, alle Stufe 7, ne? 52 Fertigkeitspunkte. Oh mein Gott. Talentpunkte aufgestiegen. Ja, kochen und überleben. Nur noch das mit seinem Angeln noch nicht so. Neue Rezepte, die Jägerspieße. Was haben wir denn hier so? Ein schniekes Bild hier. Ja, natürlich Noctis, wie er dort huckt. Das wollen wir natürlich auch haben. Das wollen wir nicht haben. Gutes Timing, Prompto. Ich weiß nicht, wo das gemacht wurde, aber es sieht für mich nicht so nice aus. Oh. Hä? Wann hat er das denn gemacht? Das ist mir nie aufgefallen, dass er da so stand. Ja, das Gesicht einfach nur, um sich zu merken. Zack. Da klaut er uns einfach diesen schönen Moment. Aber warum nicht mit der Katze? Na, das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Ja, dann würde ich mal sagen, weiter. Was ich natürlich geil finden würde, wenn all diese Fotos, die man sich so einspeichert, so am Ende, so im Endscreen dann, wenn man das Spiel mal durch hat, so eingeblendet werden. Das wäre natürlich mega nice. Dass Ignis aber auch immer so eine Spaßbremse sein muss. Na? Wieder zum Frühaufstehen verdonnert worden? Ah? Vielleicht kann ich dir da helfen. Noct, was hältst du davon, wenn wir morgen früh am Strand trainieren? Ja, gerne. Wenn's denn sein muss. Okay, bei Sonnenaufgang geht's los. Wehe, du verpennst. Ja, der Nock, der wird gerne etwas länger schlafen. Kann ich aber auch verstehen. Ich würde ja auch voll gerne so um 11 aufstehen in der Woche. Dein Freund hat dich auf einen Streifzug eingeladen. Schließe dich ihm beim Morgengrauen an und erfülle eine spezielle Aufgabe. Du darfst dich nicht zu weit von der Lagerstelle entfernen. Da vorne sieht's ganz gut aus. Hier lang. Wohin Wo denn? Ach, da. Morgenstund hat Sand im Schuh.
Das ist ein geiles Sprichwort. Boah, das sieht so nice hier aus. Da möchte man glatt Urlaub machen. Da ist was. Eisenklumpen. Wenn man früh aufstehen muss, kann man auch gleich trainieren, ne? Und? Was trainieren wir jetzt? Wozu eignen sich Strände besser als zum Laufen? Das ist alles? Warte mal ab, bis du ein paar Runden hinter dir hast. Der weiche Sand wird dir einen Muskelkater verpassen, an den du noch lange zurückdenken wirst. Der perfekte Start in den Tag, Kumpel. Glaub's mir. Wie wär's mit einem Wettrennen, der Spannung wegen? Wettrennen? Genau, wenn du verlierst, bist du mit sofortiger Wirkung mein allmorgendlicher Trainingspartner. Okay, das ist ein verdammt guter Ansporn zu gewinnen. Da vorne ist unser Ziel. Los, in Startposition. Okay, ich glaube, das werden wir verlieren. Auf die Plätze, fertig, los! Nein. Meine Fresse, der ist ganz schön schnell. Also so kriegst du mich nie. Wir werden ihn niemals einholen, der ist einfach zu schnell. Der chillt da vorne sogar schon. Sieht gerade ziemlich gut aus. Sieht gerade verdammt gut aus. Muss ich schlagen, bloß. Jetzt Endspurt, Endspurt. Nein, das ist so knapp gewesen. Sauber! Der Sieg geht an mich. Schiebung! Wenn du wieder mal Lust hast, sag einfach Bescheid. Ich dachte, ich müsste jetzt jeden Morgen ran. Nee, das hältst du doch gar nicht aus. Los jetzt, Rückmarsch. Nicht schlecht, Gladio. Hast mich fast so weit, es dir beweisen zu wollen. Hey, Kopf hoch, Kleiner. Hey, lass das. Beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Ach ja? Nackt ist der Gute hier. 20. Oh. Ah, die Morgenmuffel hier. Gut, erstmal möchte ich jetzt doch ein wenig leveln. Wir haben ein paar Fertigkeitspunkte, glaube ich. Wie viel haben wir? 72, hohoho. 99, 32 automatisch. Nein, das wollen wir noch nicht machen. Er hat den Schaden von Warp-Angriffen. Das wäre natürlich sehr praktisch. Ermöglicht, ja. Das wäre natürlich auch ziemlich praktisch. Ich glaube, das werde ich mir jetzt komplett mal skillen. Ermöglicht mit Ausweichmanöver in der Luft. Oh, das wäre auch geil. Ermöglicht eine Kombination aus Warp- und Sprungangriff-Attacken auf weit entfernte Gegner. Holen wir jetzt erstmal das hier. Und jetzt mal gucken, was haben wir denn hier so? Für 52 ermöglicht nach einer Luftschritt-Angriffskombination einen erneuten Luftschritt. Gut, wir gucken mal ein bisschen weiter, so Teamsachen. Erhöht den Schaden von Kombos, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ermöglicht einen mächtigen Angriff gegen niedergeworfene Gegner. Erhöht den Schaden von Kombos. Nee, wir machen das hier. So, ermöglicht das Kontern gegnerische Angriffe mit dem Großschwert. Zack. Dann analysiert zur Kampf gegen die Gegner und zeigt Schwächen und Attribute, das ist auch ziemlich praktisch. Schusswaffe lädt prompto einen weit entfernten Präventiv. Das wäre nicht auch ziemlich praktisch. Startschuss. Führt einen Konter durch, der den Gegner kurzzeitig stoppt. Nein. Mal gucken, was haben wir denn hier so unter Statuswerte? 99, 99, 16, 16. Hallo, ob das Anlegen von zwei Accessoires? Haben wir das nicht schon gemacht? Komisch. Es war mir so, als hätte ich das bereits geskillt. Ja, doch, habe ich sogar. Komisch. Na gut, hier nochmal ein bisschen elementare Energie absorbieren. Genau, wir sind beim Maximum. Das passt ja, dann können wir es nämlich ein bisschen synthetisieren. Was genau, wie ist es? Machen wir hier mal einen leeren Slot. Wir nehmen das hier. Und hauen es einmal voll. Mit der Synthese. Also synthetisieren, glaube ich. Oha, wir können hier so richtig krasse Feuerzauber machen. Warte mal, können wir nicht den hier sogar verstärken? Nee, ich möchte nicht wirklich. Gut, wir machen nochmal hier so einen krassen Feuerzauber. Ja, dann würde ich mal sagen, tun wir das Verlauf.
Wie mache ich das jetzt? Nein. Ups. Müsste, glaube ich, nochmal einfach nur mit X bestätigen. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Nee, hä? Oder muss ich da unten? Kann ich da unten rein? Ja, doch, dort Synthese. Zack. Ah, okay. Ich hab's herausgefunden. Ausrüsten. Dort unten, bitte. Feuer. Zack. So, wir haben auch mal ein bisschen Magie ausgerüstet. Achso, warte. Wir brauchen hier natürlich noch mehr. Und auf und davon. Durchs Gebüsch hier. Macht leider keine Geräusche, das würde so nice klingen. Hier können... Ach, da oben. Wahrscheinlich. Spitzknochen. Ich will auch ganz ehrlich nicht so viel verkaufen, weil ich nicht weiß, ob man das noch irgendwie gebrauchen könnte für später. Also was haben wir denn hier? Fechterknöchelband. Das möchte ich gerne einmal ausrüsten, falls das da. Bei Noctis natürlich, damit er etwas stärker ist. Ja, erhöht die Vitalität. Oh, das ist gut. Und da hinten müssen wir jetzt hin. Können wir einfach mal hinlaufen, würde ich jetzt sogar meinen. Ein bisschen hier die neue Landschaft genießen. Da möchte ich nicht unbedingt hinfahren. Der Deal mit Dino. Ein ziemlich blöder Name, wenn ich ehrlich bin. So Dino. Triceratops oder wie. Nachher eine kleine Pause? Du sagst es. Wie die diesen Spruch schon des Öfteren gebracht haben, mit nachher eine kleine Pause. Dude, sie muss doch laufen, ne? Kann ich sein, dass nur ich alles mache? Und ein bisschen looten. Fongo Ongo. Fongo Ongo ist auch ein guter Name. Wie auch immer die da auf sowas alles gekommen sind. Es muss ja allein Stunden gedauert haben, sich so zu denken, aber das klingt geil. Ammonit-Fossil. So, noch 540 Meter. Und wie es aussieht, hätte ich doch das Auto nehmen sollen. Naja. Und wir laufen und laufen. Ist hier ein Parkplatz? Sehe ich das richtig? So gerne so ein paar Warp-Sachen. Es gibt nichts über die freie Natur. Das stimmt. Sieht schon nice aus, vor allem. Hoho. Schnieke, schnieke. Nehmen wir uns doch mit, Mann. Okay, warte, ach stimmt, wir haben glaube ich einen neuen Spezialangriff, kann das sein? Ups. Talente, nein, wo war das? Fertigkeiten? Nee, wo war das denn? Nee, ich bin gerade echt am überlegen, wo das war. Der Ausrüstung war das nicht. Ah doch, hier. Kann ich dir was anderes geben? Nein. Noch das kann natürlich dann nichts haben. Kannst du was anderes haben? Nope. Prompto kannst, glaube ich, jetzt aber. Nee, doch nicht. Ich dachte vielleicht der Startschuss wäre jetzt so dort als Ersatz drin. Auf jeden Fall haben wir auch gut HP. Also Prompto hat ziemlich wenig. Der ist jetzt bei knapp 400. Und wir haben einen Buff noch dazu drin. Ja, Gladiolus ist natürlich... Nice von der HP, da hat er knapp 1000. Oh, der Typ da unten im Dungeon, ey. Der war immer noch ziemlich krank. Ich glaube, der hat so 4000 Schaden pro Schlag gemacht und ist einfach komplett aus dem Leben genommen. Ich möchte mal so ein Auto zum Anhalten bringen. Wäre ziemlich witzig. So GTA-Style, einfach auf die Straße stellen, das Auto klauen. Ist das der Ort, den Dino meinte? Glaube schon. Sehen wir uns mal etwas um.
Wer das hier stürzt ein, das wäre ziemlich witzig, aber ehrlich gesagt. Mineralsammelstelle. Ich hätte es auch selber hingehen können, ey Mann. Das wird eine tolle Farbe abgeben. Wo ich da hinten ja schon was höre, das klingt ein bisschen schlimm. Sag mal, müssen wir da hin? Weckt ihn bloß nicht auf. Kommen wir irgendwie andersrum? Nein, wir müssen hier lang. Hohoho, das sieht aber schon nice aus. Können wir wieder rennen? Ganz ruhig. Das war jetzt knapp, ich dachte schon. Ich möchte mich hier oben noch ein bisschen umgucken, sorry, aber... Ich glaube, Prompto ist das gerade, der gerade so Angst hatte. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich zähle nicht die weg hier hinten. Quequebohne. Na, da können wir uns natürlich nicht hin teleportieren. Ich glaube, jetzt müsste es gehen. Nein. Und kann ich hier nicht runter? Was ist das? Ist jetzt echt ein bisschen blöd, wenn ich dann aber dran vorbei muss. War das Gefahr bedeutet? Ich glaube, jetzt wird er aufwachen, wenn ich nur nochmal dran vorbeilaufen will. Bitte sei. Bitte schlaf jetzt tief und fest. Kann ich auch verstehen, warum ich ja nicht alleine hin wollte. Da hätte ich auch ziemlich Schiss vor. Ich meine, allein dieses Vieh. Hoho, das ist ja riesig. Oh nein. Nicht wirklich, oder? Hallo. Darf ich rennen? Halt nicht gekillt, ne? Das war heftig. Hab schon das Gesackkraut von unten gesehen. Oh, Fallschaden gibt's ja auch. Erstmal. Sicher ein paar Nummern zu groß für uns. Ein paar? Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Kann man jetzt auch aufspringen? Nein. Puh, der war aber... Hoho. Der war doch ein bisschen krank. Also... Das ist ein ziemlich großes Vieh gewesen. Ich würde sagen, geangelt haben wir das letzte Mal genug. Ich hätte schon Lust drauf, aber... Ich glaube, das würde jetzt ein bisschen mich die Folge strecken. Lass das, Mann! Kommen. Wenn du standest mir im Weg, Prompto, ja, ja. Weg da. Die sind ja schon wieder da. Irgendwie das Gefühl, dass die da komplett einfach so rumstehen. Sonst finde ich ein bisschen schade, aber sonst. Hallo? Oh Gott, was war das bitte für ein riesiges Vieh?
Ich habe das Gefühl, wir werden das nochmal sehen und dagegen kämpfen müssen. Das ist jetzt so eine Art Anti-Sun ist. Schon mal für einen Boss-Fight. Hast du schon wieder Hunger? Naja, okay. Willkommen am Galdin Kai. Ja. Hallo. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein. Anscheinend euch nicht. Ja, ich will es eigentlich nicht wirklich machen. Aber gute naja, Arbeit, man muss, Jungs. Ja. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier fest... Ja, mal ganz kurz. Ausrüstung. Noctis. Was haben wir denn hier bekommen? Das Granatarmband. Erhöht die Stärke. Ich glaube, das geht mir echt mal den Gladiolus, damit er hier ein bisschen, ne, bisschen besser aufräumen kann. Oh, es gibt Schilde im Spielkreis. Du kriegst aber auch so einen Feuerzauber. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte. Na, habt ihr schon gepackt? Machen wir das gleich mal, wenn ich ehrlich bin. Ich kann nicht mehr umkehren. Wer jetzt am her? Machen wir noch eine Jagd? Ja, komm. Da hinten sehe ich kein Problem. Lasst euch alle Zeit der Welt. Das kommt sind noch wieder, Viecher, wenn ihr die will ich killen. Und dann speist er uns mit einem läppischen Schmuckstück ab. Vielleicht macht er ja mehr für uns. Klar, wenn wir ordentlich zahlen. Immerhin sind es handgemachte Einzelstücke. Der Mann mag oberflächlich und grob wirken. Willkommen zurück. Ja, hier, Contura, oder? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Wir können mal ein bisschen wegen der Jagd gucken. Was haben wir denn hier? Ich möchte bitte irgendwas haben, was tagsüber ist. Ich muss hier ewig warten. Wo steht das? Ach, haben die gar keine Vorzüge? Warte, Bedingungen? Keine. Nachts? Ne. Oh Gott, sind die großen Schrecken der Sonnenanbeter. Ja, den würde ich gerne machen. Sieht recht gefährlich aus, nicht wahr? Nee. Bitte riskieren Sie nicht zu viel. Ach was, das ist doch das Mindeste, was wir hier tun können. Ja, die sind echt da hinten. Wir können doch bestimmt da zur letzten Unterkunft mal reisen. Ja, ich möchte mal schnell hinreisen. Zum Schluss muss ich jetzt ein bisschen das Laufen sparen. Wir haben vielleicht 2 Minuten gewesen. Oh, das sieht nice aus. Ja. Und dann ist es jetzt... ach, dort. Warte, hier hinten war doch auch noch was, oder? Genau, die will ich erstmal abschlachten. Hallo. Eigentlich müssen wir auch hier gegen Probleme haben, oder? Bist du gerade? Du hast nichts gesehen. Oh ja, habt ihr echt? Weiter so, Nord. Oh Gott, die haben gar keine Chance. Perfekt. Oh, ein Heiltrank gefunden, nett. Und das hat auch gut EP gebracht. Ja, haben wir die Menschen hier zerwerstet. Blutschere. Sind unsere Gegner oder müssen wir die finden? Weil wenn wir finden müssten, wäre das echt nervig. Hört auf, dass alle Sohlen von den Typen einfach rot sind. Die haben einfach mal dieselben Schuhe, krass. Hier geht's runter. Möchte ich ja nicht schon mal. Ja doch, ich möchte mal anfangen sorgen. Fongo Ongo. Wow, der Name einfach allein schon. Finde ich sehr witzig. Und da sind unsere Gegner.
Ach, sind ja wieder die Stufe 11, aber diesmal. Hallo. Oh Gott, die haben wesentlich mehr Leben. Und die machen noch wesentlich mehr Schaden. Au. Ich muss ein bisschen mehr jetzt, glaube ich, mit ausweichenden Stoffen arbeiten. Ich hab doch aus, ich bin ausgewichen, hallo. Punkt Warp. Kannst du noch ein bisschen hier regenerieren, ne? Und jetzt so. Zack. Boom. Oh, oh. Verdammt. Mach das mit einmal heilen. Ja, ich weiß, Gefährten retten, ne? Er hat dort sich sogar die Resistenz. Habt ihr eine Feuerresistenz? Nein. Kein Thema. Oh, doch, habt ihr. Schwarzmagier. Oh, au. Ich muss das wieder aufpassen. Au. So ein Heiltrank schnell. Komm, 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 komm. Ich stelle mich noch ziemlich blöd an. Geschenk für dich. Ja, aber boah, das klingt einfach so nice. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Puh. Das müssen wir ganz schnell hier entfernen. Das geht mir so auf die Nerven. So. Und dann würde ich sagen, nach diesem Jagdauftrag können wir auch gleich wieder weiterreisen. Ach, hier hätte man übernachten können. Interessant. In einem Wohnwagen, aber das ist ja nicht so nice. Oh, wir haben ein neues Rezept. Interessant. Ich hätte es vielleicht nochmal lesen. Oh, wir können die tanken. Ja, ich möchte einmal mit der voll tanken. Oh nein, ich hätte noch was machen sollen. Wir hätten mit den Schokobos noch eventuell ein bisschen reiten können, um uns das Ei da zu holen. Oh, beziehungsweise nicht das Ei, die Edelsteine. Das wäre nice gewesen. Da hätte ich mich richtig drüber gefreut. Gut, dann gehen wir mal schnell noch den Auftrag ab, beenden. Und dann würde ich auch sagen, war es das auch schon. Haben wir doch wieder nicht allzu viel sogar geschafft. Also wir sind jetzt einmal dahin gelaufen komplett, haben das Ei geholt, also beziehungsweise diesen Rohedelstein da. Haben es da richtig schön rangesneakt. Weil ich am ersten Mal schon ziemlich Schiss hatte, dass er halt jetzt doch noch wach wird. Beziehungsweise uns halt direkt angreift. Ich meine, hat er doch schon. Ich glaube, der hat uns auf so einen 19 AP Wahnsinn hinuntergeprügelt mit einem Schritt. Muss man lernen. Der Typ im Dungeon war schlimmer, ne? Der hat 4000 Schaden pro Schlag gemacht. Dafür, dass du so groß bist, ne? Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Darum. Weil ich mit Jacke viel cooler aussehe. Willkommen zurück. Genau, wir haben es erledigt. Wir sind einfach immer noch Rang 1, wir sind noch Grünschnabel. Oh, das hat ja direkt zwei steilere Sterne hier gegeben. Was möchten Sie gerne bestellen? Das war's dann auch. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bitte nicht die Endcard stören, ja. Und dann, naja, viel und dann noch bis zum nächsten Mal. Ciao.